Herzlich willkommen zurück zu Anno 2205. Ich habe mal nebenbei noch mal so zwei, drei Missionen gemacht und beziehungsweise jetzt glaube ich waren das sogar nur zwei. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Unsere Einwohner ziehen ganz gut ein, würde ich mal sagen. Investoren, also wir nähern uns ganz stark der Million. Das ist, denke ich, ganz passabel dafür, dass wir auf Veteran spielen. Und ja, also ich denke mal, man kann sich damit durchaus ein bisschen zufrieden geben. Beziehungsweise, ja, zufrieden schätzen. Ich würde jetzt aber, bevor wir irgendwie groß weitermachen, erstmal uns ein bisschen hier Nahrung und so alles ein bisschen anziehen. Weil viel ist das ja jetzt hier nicht, was wir haben. Ach, das kostet ja jeweils auch nur einen Grab. Komm, dann machen wir das mal, dass wir 200 plus haben. Und wie gesagt, 2 Millionen möchte ich wenigstens erreichen. Und das sollte, denke ich, auch durchaus möglich sein. So, was brauchen wir? Replikatoren. Geringe Projektauslastung. Sehr schön. Strom geht runter. Deswegen gerade das Räuspern, weil der Saft wieder nicht reicht. Aber er reicht doch, Gott sei Dank auch. Ja, da müssen wir in der Arktis auf jeden Fall noch ein bisschen anziehen. Schwerkraftkompensatoren, ich glaube, da haben wir sogar welche über. Kosten aber auch, naja, egal, komm. Transferroute wird überarbeitet. Ah ja. Na, sehr schön. Machen wir mal 60. 65. Parameter werden erneuert. Oh, da sind wir sogar schon im Minus. Dann erhöhen wir hier auf 70. Parameter werden erneuert. Dann guck ich jetzt mal, was können wir noch machen? Ja, Luxuskost. So, da sind wir auf 19. Reicht der Wein nicht ganz? Dachte ich mir fast. Ja, ekelhaft. Output von Transferrouten bei 0. Gegenmaßnahmen empfohlen. Zack, der kommt weg. Dann machen wir das so. Ja, nicht schön, aber naja, nützt ja alles nichts. Der Wein, das reicht. Ja, das dürfte eigentlich sogar noch ganz gut passen. Ja, ich würde mal sagen, hier belassen wir das erstmal dabei. Output von Transferrouten bei 0. Gegenmaßnahmen empfohlen. Oha, ja.
Wir müssen dringend Quantencomputer nachziehen. Denn sonst reicht das alles hier hinten und vorne nicht. Das Astronautenteam trifft ein. Nanu, haben die lange Beine? Arbeitskräfte haben wir, aber das ist auch nicht viel. So, aber das dürfte erstmal genügen. Naja, komm. Das ist ja wohl ein Witz, Konservennahrung. Transferoptionen werden aktualisiert. Dann können wir jetzt hier nämlich einmal richtig schön die ganze Linie ziehen. Jo. Und das werden wir auch tun. Einmal zum Mars nehmen. Unter inadäquater Warenversorgung. Sind wir bei 850. Plus Linie. 875. Theoretisch müsste das passen. Energiewartung. Ja, passt nicht. Ach, verdammt. Da kommt der Knick. Sogar ein bisschen verschwendeter Platz, aber naja, umbauen können wir immer noch. Aber wir haben keinen Strom mehr. Oh. Transferoptionen werden aktualisiert. Da holen wir uns hier mal noch ein bisschen was weg. Da gehen wir auf 8000 runter. Parameter werden erneuert. Nee. Quark. No. Warnung. Energiemangel. Also ganz ehrlich, das finde ich, haben sie ein bisschen, ja, blöd gemacht. Aber egal. Aufregen bringt nichts. Transferoptionen werden aktualisiert. So. Diamanten brauchen wir mehr. Transferoptionen werden aktualisiert. Wie viel haben wir denn jetzt? 51.
Das heißt, Deuterium brauchen wir auch. Ich sehe gerade, wir haben gar kein Deuterium mehr. Aha, okay. Das produzieren wir ja hier selber. Na schön. Das ist Methan. Toben Sie sich aus. Ich setze vollstes Vertrauen. So, mal gucken. Ja, Molybdän müssen wir auch gleich noch ein bisschen anziehen. Mit dem Quantencomputer. Hier passt nichts mehr. Ich weiß ja nicht, wie lang sind die? 7,75? Boah, doch, deine Ecke passt noch 2-3. Jetzt schon wieder nicht. Haben wir jetzt so viel Strom schon wieder verbraten? Naja, gut. Schauen wir mal, wie sich meine Schiffe im Kampf schlagen.